Hallo Leute und willkommen zurück zu Space Engineers. Jo. Ja, wollen wir mal wieder ein bisschen weitermachen? Nee. Ja, sorry, dass es die letzten zwei Parts keinen Ingame-Sound gegeben hat. Habe ich leider jetzt erst gemerkt, nach der dritten Aufnahme oder in der dritten Aufnahme. Ah, schade. Ja, ich habe das einfach nicht gemerkt. So. Können wir hier denn auch wieder ein Stückchen rausgehen? Ja. Muss mich überlegen, wie ich das am besten mache hier. Da kommt hier noch so einer hin runter. Naja, mache ich das so. Ja, doch, wird so passen, denke ich mal. Ja, weil ich muss ja von innen auch noch so ein bisschen rankommen, ne? Auch wenn ich jetzt hier die schmalen Dinger hier reinbaue. Mal kurz gucken hier, wenn ich jetzt hier eine Mauer hinbaue, ob ich mich denn überhaupt noch ein bisschen bewegen kann. Joa, es geht. Ich komme auf jeden Fall an die Bohrer dran. Guti. Naja. So. Jetzt muss ich mal gucken. Habe ich hier natürlich kein Panel mehr. Ich würde kurz mal die Räder wieder rausfahren lassen. Ja, ich habe auch kurz nochmal das Spiel neu gestartet. Um mal zu gucken, ob es daran liegt, dass es slow, dass ich halt so langsam nur, dass ich hier so, ja, Frame-Einbrüche habe in dem Sinne. So. Ja, mal schauen, wie tief wir noch können. Bis dahin müssen wir auf jeden Fall. Na gut, kommen wir auf jeden Fall noch eine ganze Ecke tiefer. Wie hatte ich denn das jetzt gemacht? Also auf jeden Fall. Ich das jetzt da. So. Hä? Ja. Ist ja klar. So kann es natürlich nicht klappen. Ist auf jeden Fall noch sehr viel tiefer. Ich will jetzt erstmal gucken, wie es hier von der Tiefe her aussieht. Jetzt könnt ihr da oben auch wieder sehen. Das war ja der. Das war ja der, den ich ganz zuletzt noch in der Folge gesetzt habe. Jetzt funktioniert er wieder nach dem Neuladen. Naja. Gucken. Noch tiefer oder nicht? Ja, noch eine. Kann ich ruhig noch eine ganze Ecke tiefer, ja. Ne, ich will ja auch nicht zu tief. Das ist es nicht, aber das kann ich auf jeden Fall noch tiefer gehen. Wenn ich jetzt noch tiefer gehe, könnte das schon zu viel sein. Mal kurz gucken. Jetzt noch tiefer gehe, könnte schon zu viel sein. Ah, nee, das ist schon zu tief.
Okay, dann wäre das ungefähr denn die Höhe, die wir haben. Oder halt im Endeffekt haben müssen. Ja. Joa. Ja, und dementsprechend können wir jetzt den Kopf anpassen. Nach unten hin. Jetzt bin ich bloß an überlegen, wie ich hier die am besten baue. Ob ich sie jetzt so baue oder so baue. Schon fast idealer. Es wird halt noch, wie gesagt, so ein bisschen dauern, bevor wir uns denn mal Gedanken drum machen können, wie wir das oben gestalten. Ne? Das. Überhaupt richtig? Da habe ich zwei, da habe ich zwei, da habe ich zwei. Hey, warte mal, jetzt habe ich glaube ich einen kleinen Denkfehler drin. So, der ist einer nach vorn, der ist einer nach vorn. Bin doch eigentlich richtig gegangen. Der ist einer nach vorn, der ist einer nach vorn. Ja, müsste ich hier oben normalerweise auch noch einen nach vorne. Passt das auch bald wieder. So. Nein, den wollte ich nicht. So, so und so. Okay. Ja, dann müsste ich normalerweise hier wieder nach vorne. Falsch. Der ist irgendwie falsch. Ach stimmt, da habe ich nur einen drin gehabt, ja. Sehe ich gerade. Da hatte ich nur einen drin gehabt.
Jo. Kommt da auch wieder? Kommt denn hier noch einer hin? Ja. Jo. Dann geht's hier wieder los. Jo. Ja, wie gesagt, das alles, was da jetzt noch rot ist, regelt sich wieder nach dem Neustart. Regelt sich dann wieder nach dem Neustart. Jo. Okay. Bis dahin haben wir es jetzt. Und hier sind es dann wieder zwei. Der ist falsch. Das und das. Ja. Naja. Jetzt müsste ich aber wieder. Ja, jetzt bin ich wieder ungefähr gleich. Ja, da kommt hier wieder einer hin. Da. Da. Und da. Na, es fängt schon wieder an, so ein bisschen zu stottern. Ich merke das. So, so, so. Das, 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 das. Ja, aber dann haben wir wenigstens auch bald den unteren, also den Kopf nach unten hin, soweit es geht, fertig. Ja, aber wie gesagt, ich überlege, ob ich vielleicht doch noch einen rausgehe. Aber normalerweise dürfte das so reichen. Ja. Ja, weil ich weiß nicht, wie weit die nach rechts von jetzt von hier aus gesehen nach rechts noch das Material abnehmen. Bei den normalen Bohrern, die nehmen ja nach rechts, unten, oben, links etwas mehr ab, als der Kopf eigentlich groß ist. Ne? Ja. Okay. Das ist dann halt ein Dreier da oben. Das heißt hier. Hier. Hier und hier. Wieder mal. So. Das, 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 das. Tja, da bin ich wirklich überlegen, ey, ob ich denn da wirklich an alle reinkomme, ey. Und dass die dann auch wirklich alle verbunden sind. Ja, gut. Zum Beispiel hier könnte ich normalerweise so einen normalen Conveyor reinpacken. Ne? Dann wäre ein bisschen besser verbunden. Aber so geht das eigentlich auch. Ne? Sieht ja eigentlich auch nicht schlecht aus, so. Ah, jetzt hat er schon keine Materialien mehr, deswegen dauert das auch so lange. Jetzt muss er wieder Material nachproduzieren. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, was das für ein Fehler ist mit den Micro-Drills oder ob das Problem halt auch bei normalen auftreten würde, dieser Fehler. So, wie weit bin ich denn da? Oh, da kann ich eine ganze Ecke gehen.
kann ich eine ganze Ecke gehen. Ja, da haben wir über die Hälfte jetzt hier unten schon fertig. Kann man bald schon sagen. Ja, ein kleines bisschen länger mache ich heute noch, damit wir das hier mal schnell ein bisschen fertig kriegen hier. Naja, so. Ja, also es müssen auf jeden Fall ordentlich Batterien hier rein, um den ganzen Kopf zu betreiben. Ah, das sehe ich schon kommen, ja. Naja, und Fürsti hat auch schon gesagt, also er sieht auch so ein bisschen schwarz, ne, dass ich hier überhaupt genügend Energie drin habe, um das Ding hier zu betreiben. Ne? Naja. Ja, Leute, aber ihr seht es ja, ne, über die Hälfte haben wir jetzt schon dran. Von den Klamotten. Ja. Jetzt will ich überlegen, wie weit ich hier nach vorne kann, ohne dass ich jetzt halt jetzt mir irgendwie im Wege stehe oder so. Ich meine, ich hatte das eigentlich immer so gemacht. Ich bin einen Block höher mit dem Boden, deswegen. Ja, aber trotzdem, ich müsste normalerweise reinkommen zum Reparieren. Oh, nun bleib doch mal da oben, Kerl. Ja, ich mach gleich Schluss. Einen Moment noch. Kurz mal gucken, ob ich da jetzt auch vernünftig drankomme. Joa. Auf jeden Fall. Joa. So. Die zwei könnte ich theoretisch sogar von außen reparieren. Ja, werde ich dann auch. Ja, Leute, aber so. Das soll es dann aber wirklich erstmal gewesen sein wieder für heute. Na? Ihr seht das ja, so langsam nimmt der Kopf schon Formen an. Na? So, langsam nimmt der Kopf ja Formen an. Ja. Und die untere Seite haben wir dann bald. Also, ist nicht mehr so viel, haben wir auch bald dann fertig, ne? Ja, ich denke mal, im nächsten Part mache ich dann halt erstmal die Bohrer alle fertig. So, dann baue ich hier unten noch zu den Rest. Ja. Ja, gut. Nicht ganz zu den Rest, aber jedenfalls erstmal vorne hin bis zu den Bohrern. Ja, Leute. Dann danke ich mich wieder vielmals fürs Zuschauen. Über Daumen, Kommentare würde ich mich natürlich sehr freuen. Würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Also, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo Leute und willkommen auf meiner Endcard. Oben in der linken Ecke kommt ihr jeweils zum vorherigen Part dieses Projektes. In der Mitte kommt ihr zur Playlist, falls ihr die schon immer gesucht habt. Oben rechts kommt ihr zum nächsten Part, falls er schon online ist. Ansonsten kommt ihr ja nur auf ein Video, wo steht, ne?
bisschen privat. Unten links findet ihr jeweils meinen Twitter-Account und meinen Facebook-Account. Könnt ihr mal draufklicken und könnt ihr mal vorbeischauen, wenn ihr Lust habt. Unten in der Mitte kommt ihr zum Upload-Plan. Dort seht ihr mal top aktuell, wann eure Lieblingsfolge in den nächsten 2 Wochen zu welcher Uhrzeit kommt. Könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr Lust habt und dort noch nicht wart. Unten in der rechten Ecke kommt ihr zu meiner Let's Play-Übersicht. Dort findet ihr mitunter meine laufenden Projekte, abgeschlossene Projekte, pausierte Projekte und meine kommenden Projekte, die irgendwann 1000%ig auf meinem Kanal erscheinen werden. Da gehört mit zu PC-Spiele, PlayStation 1-Spiele, PlayStation 3-Spiele habe ich in einen Reiter zusammengepackt, weil man kann ja PlayStation 1-Spiele auf der PlayStation 3 spielen. Xbox 360-Spiele, PlayStation 2-Spiele muss ich noch hinzufügen und irgendwann mal die Wii U-Spiele, wenn ich dazu komme. Ja Leute, bedanke ich mich vielmals für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr habt weiterhin Spaß auf meinem Kanal und an diesem Projekt. Also Leute, ciao!